40, aber wenn jetzt zum Beispiel. Gegenzug. Man nehme an, du fährst jetzt mit einer 101 in Intercity. So. Fährst du denn hier 160? Hast du am besten hier irgendwie so einen 9 oder 10 Wagen Intercity? Relativ lang, bist noch ein bisschen schwierig, schwerer, weil keine Ahnung, viele Fahrgäste so. Und du fährst jetzt, du sollst natürlich auf Gleis 3 ankommen, macht ja eigentlich nur Sinn in Bonn. Denn bekommst du halt eine Beeinflussung an dem einen Signal. Das ist schon scheiße. Siehst du? Ja, kriegst du hier eine Beeinflussung. Und von den 160 dann auf 60 runter. Ich meine, wir mit unserem Triebzug hier und unseren 140 kriegen das locker easy hin. Aber wenn du dann da so einen schweren Intercity hast mit 101 vor oder sonstigen Loks vor und dann hier 160 fährst, das ist schon, ja, musst du schon mal stärker reingehen in die Bremse. So, Freien brauchen wir uns nicht. Okay, macht das System automatisch. Wundervoll. Müssen hier eh wieder bestätigen. Ah, jetzt wieder. Ja, jetzt habe ich verpennt, auf die 60 jetzt genau runterzugehen. Egal. Vielleicht sind wir ja eh nur wegen der Nächster Weiche. Halt, Bonn Hauptbahnhof. Next stop. Bonn Central Station. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So. Während wir einfahren, fährt jetzt hier ein Zug mit N-Wagen aus. Wunderschöne Zusammensetzung. So, hier neben uns steht ein ICE, zeige ich gleich mal was. Was ich echt cool gemacht finde in dem Szenario. So, ich mal raus und dann gucken wir mal auf den Zugzählanzeiger. ICE 955 nach Berlin Gesundbrunnen über Köln, Wuppertal, Hagen, Hamm. Westfalen, Bielefeld, Hannover, Berlin, Spandau, Berlin, Tief. Okay, macht er wahrscheinlich Kopf. Einmal in Berlin. Aber hey, so, jetzt gucken wir gleich mal auf die weiße Laufschrift, was da steht. Und zwar, Türen werden 5 bis 10 Minuten vor der Abfahrt zum Einsteigen freigegeben. Wunderschön. Das finde ich echt cool gemacht, dass man diese Laufschrift auch nutzt und so. Echt ganz cool gemacht. So. Gehen hier mal vorne in unser bestrahltes Cockpit rein. Zu unserem bestrahlten Fahrer Arbeitsplatz. Entschuldigung. Beziehungsweise Führerstand. Müsste eigentlich alles irgendwie korrekt sein. So, jetzt hier nochmal so ein Screenshot. So ein bisschen Zoom-Faktor drin. Und auch immer ganz gut. Das ist ja auch cool hier. Bahnsteig, der hier so quasi einzeln ist. So, jetzt kommt hier
die S23 nach Euskirchen an. Beziehungsweise RB23, so. Weil die fährt ab hier dann weiter als RB23, wie ich mir erklären lassen habe, weil die halt einige Bedarfshalte hat. Beziehungsweise halt eben Halte nur mit Haltewunsch. Und das nur auf RBs quasi erlaubt ist oder zulässig ist und nicht auf S-Bahn. Übrigens, das ist die RB, die wir vorhin auch in Köln gesehen haben, auf dem S-Bahn-Gleis. So, wir kommen hier in Gegenzug mit 218 und N-Wagen. Wunderschön. Ach ja, freue mich jetzt schon auf den Wittenberger von vorher. So, Tür zu. Geht's. Nein! Stimmt, scheiße. Das habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Okay, eine Zwangse. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Er hat mich jetzt gerade etwas. So eine Unaufmerksamkeit. Und schon flups. Ist die Zwangse da. An 140 reinballern. Also erlaubte Fahrplanhöchstgeschwindigkeit ist ja immer noch 140. Fahren Sie nach Bonn-Mehlem. Echt, ich dachte, ich sollte bis Andernach fahren oder so. Naja. So. Ich denke mal, so den Streckenabschnitt da Richtung Koblenz werden wir dann irgendwann mal bei Tag mit einem Fernzug da bereisen. Das wird den ganzen Kram sie mal auch am Tag sehen, ne? Ach ja. So. Wann kommt Bonn-Bad Godesberg, ist die Frage. Ist jetzt echt die Frage. Die vernervt wieder, ach Gott. Ich finde das ja zum Beispiel in der Taurus ganz cool gemacht, dass du quasi, wenn diese Sieferleuchte anspringt, schon einmal einen Warnton hast. Einmal so meep. Ganz kurzer Ton. Finde ich echt ganz nett gemacht. Danach halt eben dieses Siefergeflirre. So, der Güterzug. Vorne ist Bonn-Bad Godesberg. Nächster Halt, Bonn-Bad Godesberg. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ach ja. So. Rocket Party. Hey.
Machen wir mal so. Oh, 60 Bahnsteigkante. Gucken, dass wir den ganzen Zug hier. Ja. Ein bisschen durchfahren. Ah. So, in etwa bis hier. So. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein bisschen Zeit. Sind glaube ich irgendwie eine Minute zu früh oder so. Gleis 1 würde ich jetzt bezweifeln. Hier Gleis 2, das ist richtig, aber. Das ist ja Gleis 1 ist, warte mal. Die Zahl sagt jetzt 3. Unten sagt 1. Hä? I think that DTG makes very good products. MRB nach Köln, Messe Deutz. Interessant. MRB haben wir, glaube ich, heute noch gar nicht gesehen, ne? Was eigentlich ganz schade ist. Huch, nein. Ich möchte den Fortschritt nicht speichern, wir sind doch eh gleich da. Aber schon mal hier Tempomat ein bisschen. Unterstellt auf 80. So, Türen zu. Wundervoll, so. Auf nach Mehlem. Bonn, Mehlem. Sind wir auch schon wieder am Ziel, Mensch. So schnell kann das gehen. Mal gucken, wie dann insgesamt so der Schwedenblatter läuft, also wegen Zuschauer her. Weil ich davon, weil ich da durchaus auch vorhab, das auch was regelmäßiger zu bringen. Nur wenn die Zuschauer sich das nicht angucken, oder die Leute auf dem Kanal sich das nicht angucken, dann hat das natürlich keinen Sinn. Kann ich das ja auch für mich, dafür, dass ich das dann dafür mich alleine und drei andere mache, brauche ich es eigentlich nicht aufzeichnen, so. 50 verpennt, ach. Ich kann das. Ich sollte das weiter so machen. So. Von Mielem. Ansage und wo? Ansage. Ja, ernsthaft bleibt die. Nicht da. Gut. Dann haben wir dasselbe. Meine Damen und Herren, der nächste Halt Bonn-Mehlem. Auf Gleis 3 der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte beachten Sie, dieser Zug endet dort. Also hier in Bonn-Mehlem. Hier würden alle Fahrgäste auszusteigen. Für Ihre Weiterfahrt bitte die Lautsprecher durchsagen am Bahnsteig. Beachten. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, schöne Weiterreise und auf Wiedersehen. Der Ausstieg ist fertig links. So in etwa vom Triebfahrzeugführer genuschelt.
Beziehungsweise, nee, eigentlich vom hier Schaffner, ne? Beziehungsweise Zugchef, so. Egal, das war's auf jeden Fall mal von vom Train Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid und auch bei anderen Videos reinguckt. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.